Wir haben das Kunstnetz B 2004 als künstlerische Vereinigung gegründet, die viele Bereiche der Kunst abdeckt. Alle Künstler wohnen oder arbeiten in Bruchköbel. Malerei. Musik. Schmuckdesign. Schriftstellerei. Theater. Fotografie. Skulpturen. Und Kleinkunst. Wir wollen dem öffentlichen Leben in Bruchköbel eine künstlerische Note geben. Das Interesse an Kunst wird von uns geweckt und gestärkt. Dazu haben sich schon Kooperationen mit Schulen, Kirche und Stadt entwickelt. Bei regelmäßigen Treffen tauschen wir uns aus und entwickeln Projekte in den unterschiedlichen Bereichen. Unsere Zielsetzung ist es, die individuellen Schaffenskräfte für punktuelle und dauerhafte Aktionen zu bündeln. Fester Bestandteil ist die jährlich im Herbst stattfindende Ausstellungsreihe Kaleidoskop im Atrium der Stadt Bruchköbel. Mit der Galerie am Himmel war das Kunstnetz B unter anderem auf der Hohen Straße vertreten. In der Jakobuskirche Bruchköbel stellten wir zum Tag des offenen Denkmals verschiedene Kunstwerke zum Thema Glauben aus. Einige von uns nahmen in umliegenden Gemeinden bei Gemeinschaftsausstellungen, zum Beispiel in Maintal, Bad Soden und Hanau teil. Unser absolutes Highlight hatten wir 2015, als wir nach Istanbul flogen, um auf Einladung der dortigen Maltepe-Universität unsere Werke auszustellen und eine interkulturelle Theateraufführung zu präsentieren. Also dieses Jahr habe ich ein bisschen außergewöhnliche Kreationen gemacht aus Treibholzschmuck, aus der Toskana, aus unserem Urlaub, ganz unterschiedliche Hölzer. Ich liebe so dieses Kreative, auch mal anders für die Ausstellung auf jeden Fall. Hier ist Plattgold aufgelegt mit einer Akoya-Perle. Das ist so ein sehr schöner Kontrast. Hier ist auch Plattgold mit kleinen Elementen. Und das ist jetzt ganz speziell, da ist Spitze von meiner Oma drauf auf dem Treibholz mit einer kleinen Installation Begegnung. Mich fasziniert es, Bilder zu erschaffen, die eine Geschichte erzählen. Ich möchte es, dass sich der Betrachter vorstellt, wie die Person damals, die diese Bücher gelesen hat, zum Beispiel, in welcher Welt die gelebt haben und wie die gearbeitet haben, was die für einen Alltag hatten. So, muss ich mich vorstellen? Wilfried Palzer. Ich bin der Künstler, der hier die Skulpturen und die Tierobjekte geschaffen hat. Ich arbeite bevorzugt mit Holz, Ton, Gips und anderen Materialien, alles, was ich halt so finden kann. Metall, ne? Wenn es irgendwie sich verarbeiten lässt, mache ich es auch. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein gelernter Künstler und arbeite natürlich auch in entsprechende Umgebung, habe mir also autodidaktisch so ein bisschen beigebracht und schaue halt, dass ich halt meine Fantasie dann auch ein bisschen in Objekte umsetzen kann, wie man hier sieht. Und die Kritiker von mir, die meinen also, meine Kunstwerke, Willis Kunstwerke sind höchst fantasievoll, mit einem beherzten Bekenntnis zur Kindsköpfigkeit, Improvisation und Unperfekten. Und das lasse ich einfach mal so stehen. Also das ist, denke ich mir, treffend ausgedrückt, was meine Arbeitsweise betrifft, meine Intention betrifft. Also ich gehe ungern thematisch an irgendwas ran, sondern bin im Grunde genommen frei im Kopf. Und wenn mir irgendwas einfällt, dann setze ich mich hin und versuche es umzusetzen. Ich heiße Irina Korolev. Mein Mann und ich sind aus Russland gekommen, aber schon mehrere Jahre wohnen wir in Deutschland. Wir haben in Hanau ein Studio, Pianoforte, für begabte Kinder und für Erwachsene gegründet. Und dort unterrichten wir mit meinem Mann. Und das macht uns richtig Freude, die Kinder zu unterrichten und
Welten der Musik Ihnen näher zu bringen. Hi, hallo, mein Name ist Eva Maria Utsch. Ich gehöre hier zum Kunstnetz B in Bruchköbel. Und wir haben ja hier unsere 15. Ausstellung und da bin ich eben auch wieder mit dabei. Das sind meine beiden Werke. Einmal Atem holen, Kraft schöpfen, so heißt es. Man sieht hier diese Frau scheinbar draußen im Wald. Sie hat die Augen geschlossen und ein junger Mann. Das Bild heißt Weg nach innen. Und auch er hat wiederum die Augen geschlossen und konzentriert sich anscheinend auf irgendetwas. Es ist Verbindung, in Verbindung mit der Natur. Ja, und da sehen Sie zwei großartige Kunstwerke in Acryl gemalt. Sehr viele Schichten übereinander, dadurch die Farben ebenso schillernd. Auch sehr passend einfach zu dieser Corona-Zeit, wo wir ja alle in so einer außergewöhnlichen Zeit sind und ja, wo wir vielleicht auch einfach angehalten sind, Atem zu holen, Kraft zu schöpfen, durch diese Zeit zu gehen, vielleicht einfach mal nach innen zu schauen und uns neu zu besinnen. Ja, und dazu möchten meine Bilder jetzt einfach Mut machen. Genau, das soweit. Ich bin der Orlando Schnabel, bin Mitbegründer des Kunstnetz B gewesen. Zusammen haben wir verschiedene Ausstellungen im Kaleidoskop über die Jahre gemacht. Mein diesjähriges Kunstwerk ist dieser Stelzenfisch. Er ist gedacht als eine Figur, die auf Stelzen getragen wird. Damit kommt man mit der Kunst hoch hinaus. Ich bin Grafikdesigner und habe unter anderem mit dem Gerhard Roth aus dem Kunstnetz Bücher gestaltet, habe dazu auch die Illustrationen gemacht. Mein Name ist Gertrud Prokop. Ich wohne jetzt über 20 Jahre in Bruchköbel. Malen tue ich natürlich schon viel, viel länger. Die zwei Bilder, links und rechts, sind entstanden zu einem Thema Träume. Das Bild heißt Träume von einer neuen Welt. Und dieses, das sieht so optimistisch aus, aber Träume sind wie Wasser, wie Seifenblasen. Sie platzen. Mein Name ist Gerhard Roth, ich bin Schriftsteller und Dichter, schreibe Bücher, Romane, Novellen, Theaterstücke und mein Motto ist, Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie. Mein Name ist Martina Roth, ich gehöre zu den Gründern des Kunstnetz B. Wir haben damals gedacht, dass in der schönen Stadt Bruchköbel sicher genug Kreative und Kunstschaffende sind, dass wir eine Gruppe zusammenbekommen und dass wir auch hier den künstlerischen Austausch fördern können. Und das hat ja auch sehr gut geklappt. Zu meiner eigenen Kunst. Ich arbeite gerne thematisch, das heißt, ich setze mich gerne mit diversen Themen auseinander. In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich mich mehr und mehr der Natur verschrieben, weil ich auf diversen Reisen und auch in näherer Umgebung bei Spaziergängen viele Fotos mache und mich dann selbst an diese Fotos auch halte und daraus dann Gemälde mache. Das sieht man einmal hier, das sind Eindrücke von Reisen und das hier sind jetzt Eindrücke aus meinem Garten und ich finde, man muss gar nicht so weit gehen, um die Schönheit der Natur zu entdecken. Also ich bin Marianne Walter. Ich bin auch Mitbegründerin des Kunstnetz B. Und ich mache sowohl Fotografie als auch Malerei. Und bin immer mal wieder auch am Experimentieren. Bei der Fotografie ist mir es eigentlich ganz wichtig, dass das so ein bisschen ein Geheimnis hat. Also, dass es nicht Fotos sind, wo man alles genau erkennen kann, sondern wie bei diesem Bild, wo man so drauf guckt und sagt, was ist das? Kann ich gar nicht so genau erkennen.
Und in dem Zusammenhang mache ich zum Beispiel auch Collagen mit meinen eigenen Fotos und male weiterhin Acryl damit. Das sind mal so andere Experimente mit Acrylfarbe. Da habe ich einfach mal versucht herauszufinden, was kann man mit der Farbe mit verschiedenen Materialien zusätzlich noch erreichen? Was kann man gestalterisch machen, wenn man die Farbe verdünnt, wenn man sie mit Sand vermischt, wenn man sie laufen lässt? Das ist momentan, ist diese Pouring-Technik ja sehr bekannt. Da wird allerdings noch mit zusätzlichen Materialien gearbeitet. Außerdem mache ich noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Lesungen, Schmuck, singe hier bei den Happy Voices in Bruchköbel. Also bin relativ vielseitig. Ja, in meiner Kunst mache ich ganz verschiedene Dinge. Ich spiele Theater, ich mache Skulpturen, Installationen und manchmal zeichne ich auch. Und ich habe diesmal ein paar comichafte Zeichnungen gemacht zum Thema Quarantäne und das Leben in Quarantäne. Und bei mir ist es meistens so, dass ich Dinge aus dem Leben einfach umbaue und mit denen spiele und arbeite.